So fängt Pression von Helmut Lachenmann an, das Stück, das bei meinem ersten musikalischen Online-Salon am 19. Januar im Mittelpunkt stehen wird. In den Noten sieht es so aus. Und ich weiß noch, als ich die Noten damals gekauft habe, habe ich mich eine Zeit lang so um das Stück sozusagen herumgeschlichen, habe immer mal wieder reingeguckt und habe mir gedacht, nee, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie, was ich da tun soll. Das Erstaunliche ist, als ich dann das erste Mal nicht einfach nur Noten gelesen habe, sondern habe das Cello in die Hand genommen und habe mir gedacht, so, jetzt probiere ich mal aus, ob ich das wirklich hinkriege. War sofort alles klar. Es war ja schon zu merken, das hat mit normalem Cellospiel oder also klassischem Cellospiel erstmal überhaupt nichts zu tun, dieses Stück. Und das ist ganz faszinierend, wie ihm das gelungen ist, das aufzuschreiben. Ich finde ja sowieso, man kann Noten vielleicht nicht lesen, aber verfolgen, auch wenn man die Notenschrift nicht kennt. Deswegen spiele ich den Anfang jetzt gerade nochmal und blende dazu die Noten ein. Dann kann man das mitverfolgen. Und so weiter. Was ich an diesem Stück ganz besonders mag, ist, es benutzt, wie gesagt, diese ganzen Klangmöglichkeiten, die abweichen vom normalen Cellospiel, vom gewöhnlichen Cellospiel. Ich stelle mir vor, dass Lachenmann wahrscheinlich, bevor er das Stück komponiert hat, auch sich mal ein Cello genommen hat und hat einfach ausprobiert, was geht denn, was klingt denn. Aber das Stück selber ist dann überhaupt nicht so, dass es zeigt hier, ach übrigens, ich kann auch noch das machen und dann hatte ich noch die tolle Idee und die mache ich jetzt auch noch. Sondern das Stück ist ganz unglaublich klar strukturiert und eigentlich, also natürlich gibt es Sprünge darin, Lachenmann ist ein Komponist, der trifft auch Entscheidungen und es ist aber alles immer ganz deutlich zwischen vorne und hinten bezogen und die Klänge kommen nicht irgendwie wahllos oder einfach, weil es so toll ist, den Klang auch noch zu machen, sondern immer in Bezug aufeinander. Also, den Anfang habe ich jetzt ja gerade zweimal gespielt. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass ich mit der linken Hand mich vertikal bewege. Dann gibt es eine Stelle, ungefähr da, wo ich das erste Mal abgebrochen habe, da kippt Lachenmann das Ganze sozusagen um 90 Grad. Das heißt, aus der vertikalen Bewegung wird eine horizontale Bewegung. Wie macht man eine horizontale Bewegung am Cello? Indem man den Bogen auf den Steg aufsetzt und in den Bogenhahn oder auf der Bogenstange streicht. Wie gesagt, es gibt eine Entscheidung, nämlich zu sagen, ich kippe das Ganze jetzt um 90 Grad. Dann ist es aber ganz folgerichtig, dass die Bewegung der linken Hand jetzt eben horizontal ist und nicht mehr vertikal. Dann gab es ja am Anfang immer auch noch die kurzen Bewegungen. Also ganz am Anfang eine lange Bewegung und dann kurze Bewegungen mit dem Bogen, die vertikal waren, das heißt, die horizontal waren. Das heißt, wenn jetzt das Ganze um 90 Grad gekippt ist, ist das, was im Bogen ursprünglich horizontal war, jetzt natürlich vertikal. Das kommt dann auch vor, das klingt dann so. Da ist dann gleich nochmal die vertikale Bewegung des Bogens mit einer horizontalen Bewegung der linken Hand kombiniert. So sind wir da gelandet. Der nächste Schritt ist dann nur, um das noch vorher zu sagen, wir hatten hier mit dem Bogen diese leicht überdrückten Sachen. Also anders als das ganz gleichmäßige Wischen ist das alles ein bisschen perforiert sozusagen. Das wiederum kann man dann, wenn man jetzt wieder um 90 Grad zurückklappt, kann man auch weiternehmen und mit dem Bogen normal horizontal streichen. Und dann klingt es so. Und so weiter. Ich kann jetzt natürlich nicht und will auch nicht das ganze Stück irgendwie auf diese Art auseinanderdröseln. Aber das ist das Tolle an dem Stück, dass man eben, ja, man kann nicht sowas wie diese Entscheidung, ich kippe das jetzt um 90 Grad, die kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber
Wenn es geschehen ist, kann man ganz klar sagen, ach ja, das ist das, was geschehen ist. Oder man kann, selbst wenn man nicht so abstrakt denken mag, man hört, es gibt bestimmte Sachen, die wieder vorkommen oder die ähnlich sind, jetzt aber einen anderen Klang benutzen und dann mit diesem anderen Klang weiterarbeiten. Also es ist bei allem Erstaunlichen, was das Stück hat, ganz klar komponiert und ich denke auch entsprechend klar hörbar und es ist immer wieder eine Freude, dieses Stück zu spielen. Gut, das soll als kurze und eher persönlich gehaltene Einführung in das Stück reichen. Wie gesagt, am 19. Januar gibt es meinen ersten musikalischen Online-Salon, bei dem das Stück im Mittelpunkt steht. Das heißt, ich werde am Anfang ein Stückchen spielen, etwas mehr als heute. Dann wird Jost Halfmann etwas zu Lachenmann und der Schaffung von parallelen Welten erzählen. Und das Ganze soll den Impuls dafür geben, dass wir dann eine knappe Stunde Zeit haben, miteinander über das Stück zu reden, darüber, was wir gehört haben, was uns an Fragen bleibt, was vielleicht auch der eine für Antworten hat auf die Fragen des anderen und so weiter. Also wie gesagt, eine knappe Stunde ist dafür Zeit und zum Schluss der Veranstaltung werde ich das Stück dann ganz spielen. Alle Details zum musikalischen Online-Salon finden sich auf meiner Homepage. Der Link steht unten im Beschreibungstext dieses Videos.